So, servus Leute, willkommen Servus. bei Angeln Allround. Wir sind heute mal auf Kalb vom Baggersee. Ich bin schon seit heute Abend da, der Julian ist gerade gekommen. Ich habe jetzt schon zwei Bisse gehabt, leider beide vermasselt. Der Julian hat jetzt gerade seine Rudern rausgebracht. Ja, ich bin erst um 10 Uhr daheim losgefahren, aber was macht man alles, zum ins Wasser kommen? Wir sind halt verrückt als Angler. Ja, jetzt hoffen wir mal, dass was geht. Ich habe nur ein selber gemachter Boilie mit PVA-Sack und dann noch ein Mini-Boilie mit Mini-Pop-Up und auch mit PVA-Sack und Pellets drin. Einfach mal rausgeworfen und morgen meistert richtig mit dem Boot. Aber vielleicht klappt es ja jetzt schon. Mal gucken. Ja, ich habe meine Bisse auch beide auf die selber gemachte. Und ich habe leider, weil ich habe 24er Kugler gefischt und ich denke mal, die waren ein bisschen zu groß, dass die Karpfen dann nicht gescheit eingesaugt haben, der Haken hat nicht gescheit gesessen. Gut, was wir machen, das ist Angler. Schade, aber kommt bestimmt noch was. Jo, also, zum Wohl. Prost. So, guten Morgen. Also ich habe jetzt gerade von meinen Rudern ausgefahren. Über die Nacht über ist jetzt nichts mehr gegangen. Ich habe ja gestern Abend, wo der Julian noch nicht da war, habe ich ja zwei Karpfen verloren. Leider. Und jetzt hoffen wir mal, dass heute jetzt über den Tag über was geht. Und dann haben wir ja nochmal eine Nacht. Ja, also von meiner Sicht aus, ich bin guter Dinge. Also ich denke mal, da wird schon noch was gehen. Entweder bei mir oder beim Julian. Ja. Jetzt sagt der Julian noch geschwind was. Also, man sieht sich. So, guten Morgen. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wo ich meine Rute ablege. Ich bin jetzt schon mit dem Boot rausgefahren. Und ich werde jetzt die Rute jetzt hier in dem Bereich ablassen. Als Köder benutze ich, ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Von unserer sauber gemachte. Ich probiere es wieder mit einer 24er Kugel. So hat es heute Nacht angeklappt. Oder habe ich die, besser gesagt, die zwei Bisse gekriegt. Und dann fütter ich ein bisschen was drüber. Und dann hoffe ich mal, dass ein bisschen was geht. So, ich fahre jetzt auch noch meine Rute kurz raus. Und zwar dahinter ist eine Schilfwand. Da drüber wird es ein bisschen kiesig. Und da ist irgendwo ein tiefes Loch in der Mitte. Das ist im Sommer Seerose. Und das Loch will ich jetzt finden und da meine Rute ablegen. Das ist so 5-6 Meter tief. Echt kacke hier mit dem Wind, aber muss gehen. Hier mein Köder. 10er Boilie. Und ein Pop-Up. Ja, ich bin schon wieder zu nah am Ufer. Das dauert jetzt vielleicht eine Weile, aber dann liegt die Rute auf jeden Fall richtig und das will ich auf jeden Fall. So, das sieht schon besser aus. Kommt eine Handvoll von den kleinen
Und dann bloß noch ein paar von uns Reserve gemachte Boilies. Die löst sich sowieso schnell auf. So, das muss schon. So, servus. Ich hab's mir hier ein bisschen gemütlich gemacht, neben der Rute. Dann hoffe ich mal, dass ich hier ein bisschen nicht chillen kann, sondern dass mal ein Vollrun kommt. Ich habe die Rute beide auf die andere Seite gefahren. Eine liegt in einem tiefen Loch und die andere hinter, wo im Sommer immer die Büsche sind. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass irgendwann mal sich einer meldet. Wäre natürlich geil. So, jetzt gibt es erstmal ein kleines Snack. Gut, Mitternachtssnack, morgen zum Kartoffelbrei. Echt super Sache hier, 5 Minuten Terrine von Maggi. Nichts besseres. Kartoffelbrei mit Fleischlöschen, perfekt. Hauptsache was für der So, und jetzt noch kräftig rühren und dann passt die Sache. Zu ein leckeres Bier. So muss es sein, wenn schon nichts bei ist. Jetzt. So, jetzt hat es auch noch geklappt mit dem Fisch. Jetzt ist bei mir nochmal ein Ei gestiegen. Und ich melde mich, sobald ich ihn gelandet habe. Okay, kannst du das mal drauf. Fünf? Mhm. So, das ist er jetzt. Der hat auf so einen einzelnen Pelletbisser. Der Haken sitzt auch perfekt unter. Auch perfekt gehackt. Das war der Pellet, wo der Bisse hat. Die Rute ist jetzt so 4-5 Stunden rumgelegen. Auch ganz langsam abgezogen. Schöner Spiegler und auch mein erster 2014. Hat es ja doch noch geklappt mit dem Karpfen. So, guten Morgen. Morgen. Also, die Nacht ist jetzt vorüber. Wir packen jetzt langsam zusammen, trinken noch schön den Kaffee und dann geht es auch Richtung Heimat. Also, heute Nacht, ich habe noch einen Karpfen gefangen, den Spiegelkarpfen. Beim Julian ist leider nichts gegangen. Ich habe auch gar nichts mitgekriegt von dem Karpfen. Hat ein Kumpel hat die Kamera geholt und das gefilmt. Ich habe geschlafen wie ein Stein. Aber schau mal gut. Ja, der hat nicht mal mitgekriegt, dass wir mit ihm am Zelt die Kamera rausgewurstelt haben. Egal, erster Karpfen 2014 von Tobi. Hat sich doch gelohnt. Ja. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt doch mal ganz fett auf Abonnieren. Und dann kommen noch viele weitere dieses Jahr. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorge. Du für Kummer und Sorge, weil du hast ja was gefangen. Ja, ich schätze auch über dich. Ach so. Das Wichtigste beim Angeln ist immer einen Müllsack mitnehmen. Dass er ja nicht das ganze Zeugs in der Wiese rumliegt, weil das sieht nämlich aus wie bei den letzten Assisten.
So, da ist im Andi sein Fisch. Richtig, richtig fettes Paket. Der könnte an die 20 Pfund gehen. Meister Schuppi. So, das ist er jetzt. Ah, ist ein gut vollgefressenes Viech. Petri. Danke. Okay.